Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Notruf 112, die Freiwillige Feuerwehr DLC. Nee, warte mal, es ging anders. Egal, auf jeden Fall Freiwillige Feuerwehr und so. Mit Pascal dabei. Hallo. Oh ja, wir befinden uns auf einer Einsatzfahrt zu einer technischen Hilfeleistung als Angriffstruppführer. War bei dem nicht schon mal Garage leer pumpen vor ein paar Folgen? Kann sein, ja. Aber Da haben wir nur der war zugeschaut. ein Jetzt sind wir Angriffsgruppenmann, ja. Angriffstrupp. Das heißt, wir dürfen jetzt tatsächlich sogar arbeiten, ne? Und nicht nur daneben stehen und zuschauen. Yeah. Yay. So. So. Turhof. Was haben wir jetzt vor? Also, wir müssen pumpen. Dafür müssen wir einen Schlauch von dort unten nach hier oben legen zu diesem Gully hier. Es blitzt schon wieder. Ey, das ist Bausimulator, als auch hier gibt es irgendwelche Lichtbugs. Dass hier Aber hier irgendwelche die Blitze, die kenne Lichtflecken ich. Ja. rumflippen. Im Bausimulator, da hast du einfach so manchmal so einen Flash, der so einmal den ganzen Bildschirm ausleuchtet. Ja, alles abgesperrt Ja. jetzt. Puh, die Garage muss randvoll mit Wasser sein. Nee, so voll sieht es auch aus. Sieht ja nicht aus, als ob die bis unter das Dach mit Wasser voll Kein wäre. Ölfilm zu erkennen. Das Wasser kann in die Kanalisation abgelast werden. Gelast werden. Blablabla. Deutsch. Nicht Mit Mann. Ölfilm wäre es ein bisschen komplizierter, aber da bräuchten wir noch Gefahrenschutz, Leute. Gefahrenschutzleute? Ja gut, du müsstest halt das Wasser irgendwie filtern, ne? Der Ölfilm würde oben schwimmen, dann müsstest du aber erst noch mit Spezialwerkzeug musst du den oben den Ölfilm irgendwie abtrennen, den irgendwie gesondert entsorgen und sowas. Und da brauchst du einfach Gefahrenstoffgedöns. Du darfst den Strom anschließen. Ja, ich darf den Stecker reinstecken. Das ist auch nicht so viel mehr Arbeit als zum letzten Mal, habe ich das Gefühl. Nee, nicht wirklich. Dann zusehen, wie es weniger Wasser wird. Yay. Zum Glück ist mein Auto gerade in der Werkstatt. Oh, ist ja Mist gewesen, ja. So, Einsatz ist zu Ende. Abbauen. Der ist auch von Die Kren. Krennetic. Ja, ist eine Krennetic-Jacke. Ich darf den Stöpsel rausstecken. Yay. Oh, und die Kabeltrommel aufräumen. Ja. Bist du produktiv heute? Ja, richtig. Nein, auf der anderen Seite reintun. Nein, auch nicht. Oh, ich habe sie gar nicht abgehoben. Fehler gefunden. Ah, ich wundere mich, warum ich die nicht reinstellen kann. Friedhof haben wir immer noch nicht besucht. Was ein witziges Easter Nee. Egg wäre, wenn die ganzen Entwickler auf diesem Friedhof stehen würden, so als Grabsteine. Die sieht ein bisschen so aus wie ein Zombie. Naja, aber wir haben einen neuen Einsatz. Er denn doch kein Friedhofsbesuch, sondern Achtung, Einsatz. wenn da schon ein Zombie rumsteht. Einsatz für HLF 1, Sachsenstraße. Stimmt, die Ansagen, die gibt es ja auch noch. Die Ja. bekommen wir nur nie mit. Ja, bei der Freiwilligen hört man die nur eigentlich nicht, weil die Leute eigentlich nicht auf der Wache sind. Was halt einfach auch vieles von der Berufsfeuerwehr recycelt, Ja. logischerweise. Macht es einfach einfacher. Wenn man auf den bestehenden Strukturen da einfach weitgehend aufbaut. Definitiv. Auch wenn zum Beispiel die Ansagen wären etwas, was man weglassen könnte, aber man kann es einfach auch drin lassen. Schadet ja nicht oder bringt auch keine Vorteile. Wenn halt noch jemand zufällig gerade in der Wache ist. Ja, dann Oder würde in er es der hören, Umgebung. wenn er gerade in der, wenn die Leute gerade in der Wache sind und ihren Pieper nicht dabei haben, zum Beispiel irgendwie so. Oder den irgendwo liegen haben. Den Beeper. Den Pieper. Beeper. Jo, was gibt es hier noch für Informationen zum Einsatz? Irgendein VU. Naja, VU, das hatte ich auch Sind auf gelesen. dem Weg zur hinteren Stelle. Komme. Apropos Wer Bieber, hat schon mal gesagt, außer VU? ich musste mir gerade mal wieder dran denken, dass wir mal wieder The Hunter spielen können. Ja. Können wir mal wieder einen Livestream irgendwann einmal machen. Könnt auch gerne mal vorbeischauen bei unseren Livestreams. Und Gibt es da treiben sie uns neuerdings da bei YouTube mittlerweile. diesen Livestream-Tab irgendwie unter im Kanal?
Man könnte auch mal nachschauen nach den ganzen The Hunter. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir so eine Baustelle hier, wie die da. Wir sind Verlegungsprofis heute, ne? Diese Baustelle dort die, organisieren, dann schaut gerne in die Bausimulator-Playlist, die jetzt oben auf dem i verlinkt ist. Ja. Und wenn nicht, dann ist Pascal schuld. Ja, wer sonst? Ich schneide das Ding ja, Mann. Ich würde sagen, wir haben YouTube durchgespielt. Nee. Mit unserer Verlinkungskünstler. Ja, wir haben ein bisschen nachgelassen, ne? Früher da haben wir mehr dran gedacht. Damals. Ja. Boah, fast im Jahr belästigt. Mittlerweile. Ja, aber es fühlt sich einfach länger an. Ja. Also an sich fühlt sich ein Jahr mittlerweile echt kurz an, aber YouTube-technisch gesehen fühlt sich so unendlich lange an, weil sich man einfach so krass sich weiterentwickelt. Ja. Also, das ist auch so, wenn ich halt überlege, was habe ich so im letzten Jahr so gemacht, dann ist das, kann ich da, wenn ich dir jetzt einfach spontan irgendwie ein paar Dinge sagen sollte, könnte ich dir nicht so viel sagen. Aber wenn ich jetzt gucke, okay, was haben wir so alles an Videos gemacht? Wir haben massenweise, wir haben eine ganze Staffel Raft haben wir gemacht, allein nur vom Sommer bis Herbst jetzt hier. Wir haben, das waren halt 26 Folgen, 25 Minuten etwa. Wir haben Bausimulator, haben schon Stunden reingesteckt. Wir haben Emergency Lüdenscheid haben wir gemacht. Wir haben. Das war ja auch dieses Jahr, stimmt. Die Lüdenscheid-Modifikation kam raus, ne? Das war. Das war im Februar, als sie rauskam. Krass, ne? Das war Februar, ich dachte irgendwie März. Notruf? Oder so. Notruf? Auch Notruf, die Berufsfeuerwehr, das war dieses Jahr auch dieses Jahr. Vor einem Jahr das haben wir glaube ich. Raus? Kann das sein, dass wir vor einem Jahr die Staffel 2 versucht haben zu machen? Nee. War im März diesen Jahres kam sowas raus? Nee, aber Notruf Teil 2, das kam erst diesen März raus? Egal. Es ist auf jeden Fall ziemlich viel, was man so im Laufe eines Jahres hochlädt. Dieses Jahr. Hier rein, soll ich mir da kommen. Wir machen mal so ein Jahresrückblick-Video irgendwann. Wir können ja in dem letzten News und Neues können wir ja ein bisschen drüber reden. Wir haben sowieso ein paar Sachen, die wir dort mit ansprechen also, können. Eine Sache können wir auf jeden einstellen, Fall. Dass Mitte Ende Dezember Nummer 1 kommt. Genau. Und eine Sache, die könnt ihr auch jetzt schon mal einfach so erfahren. Ihr könnt unten rechts könnt ihr die. Kann man ja die Auflösung zum Beispiel einstellen und die Geschwindigkeit von dem Video. Da könnt ihr jetzt neuerdings, wir nehmen nämlich die Videos in höherer Qualität auf. Da könnt ihr jetzt auf 1440p stellen. Vorher war es nur 1080p. Was auch bei den meisten YouTube-Videos zutrifft und für den meisten. Auf 2K schauen. Was bei den meisten Monitoren noch ausreicht, ist 1080p, aber. Da ich und Pascal ja zum Beispiel auch einen größeren Monitor haben, nehmen wir halt einfach so auf. Ja. Genau. Dadurch sind jetzt auch die Dateien so. Dass Tobi jetzt vor kurzem mal eine 40 GB Aufnahmedatei hat. Das ist Bausimulator, ne? Das ist halt Grafik sehr anspruchsvoll. Bausimulator war so eine längere Folge und dann in OBS zu hohe Einstellungen gab beim Aufnehmen. Nee, das war auch mit den niedrigeren Einstellungen war das auch so. Also selbst mit den niedrigeren Einstellungen ist halt eine Stunde halt trotzdem immer noch 30 GB oder so. Das ist halt auch ein Detailgrad vom Bausimulator, das ist halt auch einfach krass. Ja. Ja, die aber, Grafik ist halt recht detailreich. Wir kriegen das gehandelt und. Ja, Tobi hat eine große Festplatte. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nur 1 TB. Nur 1 TB. Ich habe gerade nicht so viele Spiele. Ich hab gerade nicht so viele Spiele installiert, deshalb geht das. Ja, ich habe nur 1,5 TB. Ja, gut, das ist natürlich kritisch. Aber Notruf sollte ja nicht ganz so groß sein, das sind ja sowieso die. Nee. Ja. Und Susi auch nicht. Hallo. Du bist doch überfallen von Sanis. Ich laufe hier mit der spitzen Schere rum. Das ist schlimm. In der Arbeitssicherheit sondergleichen. Mhm. Tschüss. So, Personas. Ah, den VU hatten wir auch schon mal hier in der Freiwilligen Feuerwehr, ne? Naja. Das sind ja auch die Planer. Schade, dass sie jetzt hier. Die Einsätze nach hinten hin doppeln. Ich finde, man hätte mal mehr Berufsfeuerwehreinsätze auch recyceln können für die Freiwillige Feuerwehr. Einfach selber Einsatz, nur seitdem die Freiwillige statt der Berufsfeuerwehr ausruht. Verschiedene Arten von Einsätzen vor allem. Also, dass man auch mal einen brennenden PKW hast oder so. Noch ein bisschen Mauer, aber ich glaube, das wird auch noch ausgebaut. Wir sind ja schon schwierig dran an neuen Einsätzen. Vielleicht kommen die krassen Einsätze erstmal mal Gruppenführer machen oder so. Das kann natürlich auch sein. Zustand des Fahrers stabil, ab und zu
Gefangenen zur weiteren Untersuchung eingeleitet, Thomas. Worauf ich mich persönlich immer noch freue, ist, dass ja immer noch an dem Einsatz Dachstuhlbrand gearbeitet wird und somit auch an der Funktionalität der DLK. Jo, dass die halt immer irgendeinen Sinn hat. Und wenn das rauskommt, dann Tobi garantiert dritte Staffel von Notruf. Im Multiplayer. In der Berufsfeuerwehr Multiplayer. Weil es kamen jetzt auch einige neue Einsätze in letzter Zeit raus. Nach und nach immer die wieder. Halt nicht zeigen. Also zumindest seit der ersten Staffel. Die zweite Staffel war ja nichts. Lief gut, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall! Naja, haben wir nicht viel getan. Wow. Ja, wir haben Türe ein Leben ab. Gerettet, Pascal. Wir haben ein Leben gerettet. Ja, Türe ab. Wir haben den Typen da rausgeholt und die sagen, die fahren ins Krankenhaus da vor uns. Tatü, tata. Also, der kann sich auch nicht entscheiden, was der jetzt macht, ne? Nee. Weißt du, der beschleunigt halt, kommt dann wieder in den Radius rein. Wo er, ja, hier mit den Rettungswagen gerannt und dann fährt er wieder die Seite. Wo er die Sirene hört und sozusagen wieder rechts reinfliegt und dann beschleunigt er wieder, ja. Und oh Junge. Wir wollten mal den Friedhof besuchen. Ja. Noch ein Zombie. Diese Stadt ist versorgt. Alter, der Friedhof auch einen Eingang? Oder ist einfach nur eine ewig lange Mauer um den da rum? Nee, da gibt's einen Eingang. Das sind wirklich Zombies. Also. Das ist wirklich Tatsache, ein kleiner Eingang für einen riesigen Friedhof. Naja. Aber überall neue frische Blumen. Bisschen Schnittlauch. Aber nee, steht nichts drauf. Da ist anonyme Tote. Ah. Noch, da kommt ja niemals rechtzeitig an. Wie findet ihr da aus? Das war laut, die Ansage. Jo. Schreit durch die ganze Wohnsiedlung hier. Das muss ich kritisieren an diesem Friedhof, der hat nur einen Ausgang. Ist aber auch schön, dass ihr gehört. Doppler-Effekt. Du bist weggegangen und es wurde, und es war tiefer, der Gong. Ich musste kurz überlegen, was du, wovon du redest, aber ja, du hast recht. Wer ist hier für Physikleistungskurs? Leitstelle Mühlheim von Harlewans kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Auch motiviert. Anrufer bestätigt Rauchsäule. Sie werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Also, es brennt tatsächlich. Es brennt. Oh nein. Gibt's dieses Verkehrszeichen wirklich? Ja. So ein Pfeil mit zwei Pfeilen, ja. So eine Doppelaxt? Ja. Hm. Das ist jetzt. Ach doch, den hat man doch schon. Nein! Bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn noch nicht hatten. Irgendwann kommt mir aber hier die Gegend bekannt vor. Die Gegend kann sein, ja. Mit meinem Wetten hier schon mal gehabt. Doch, warte mal. Wir hatten mal irgendwas. Oh, da standst du aber auch nur daneben. Ja, dann, da habe ich den Lichtmast hier aufgebaut, ne? Das genau. Kann sein. Also, ja, hatten wir. Den hatten wir doch. Aber es war, glaube ich, nicht dieser Ort genau. Was ich glaube, ich glaube schon, das war der hier. Also, du hast wahrscheinlich löschen dürfen, ne? Ja. Nein, darf ich nicht. Darf nur mitgehen. Beim Müllton kaputt hauen. Zweite Lagemeldung. Erstes roter Piano. Innenangriff. Löschangriff wird eingeleitet. Kommen. Fantastischer Dialekt. Nu.
Oh, Junge, du kannst das gar immer nutzen hier, diese Spritzstrahl-Dingsbums. Weißt du, was ich mich frage? Warum geht der Wasserstrahl vor dem Ausgang vom Wasserspritzdüse los? Warum ist der da? Ja. Wir haben die Grafik aber nicht ganz sauber gearbeitet. Na ja, das ist doch okay. Guck mal, jetzt kommt hier nämlich aus dem Schlauch raus. Ich finde interessant, dass das Tor noch gar nicht immer noch weiß ist. Weißt du, hier ist alles verbrannt, aber das Tor ist noch weiß. Ja, da hat sich kein Ruß abgelagert. Das ist Anti-Ruß beschichtet wahrscheinlich. Nee, die Wand, die sieht nicht nur so aus, als wäre da ein bisschen Ruß abbekommen. Die sieht so aus, als hättest du hardcore drin gebrannt. Dum, 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 lüften. Dum, dum. Es wird gelüftet. Das ist bestimmt das Ende. Aber ja. So, Ventilator steht. Hallo. Gut, Feierabend. Ich will mir einfach von alle reinkommen. Zum Glück ist das nicht mein Haus. Alter, ist der schadenfroh. Lege Gegenstand ab. Abschließende Malagemeldung. Feuer aus, Einsatzstelle an Parkhauspersonal überleben, Rücken wieder. Hey, das gute Parkhauspersonal. Das Parkhaus. Ich meine, ja. Aber nein. Ich weiß nicht. Ja, es ist ein Haus, in dem man parken kann. Und es hat Personal, das sind die Besitzer. Aber, ich weiß ja nicht. Parkhauspersonal. Ich würde sagen, werden wir hier noch zusammenpacken. Alias du. Ich schaue nur zu. Können wir uns aber auch schon verabschieden von euch. Ja. Weil noch irgendwas Spannendes wird es in der Folge nicht geben, oder? Ich glaube nicht. Nö. Dann. Danke fürs Zusehen. Auch wenn sich die Einsätze ein bisschen gedoppelt haben. Und bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Tschüss. Tschüss.